sollte ich High Willows zu dem Ort des Friedens, der er heute ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gezeichnet Dr. Brandon Howard. Geschafft. Abend, Miss Henderson. Zieht sich langsam zu da draußen. Oh, hallo Mark. Nehmen Sie auch einen Kaffee? Später. Muss jetzt meine nächste Runde machen. Hat der Alte Sie etwa wieder für seinen privaten Kram eingespannt? Sie wissen ja, wie er ist, wenn er plötzlich vor einem steht und sich die Welt nur noch um ihn dreht. Ich habe ihm seine Rede aufpoliert, die er in 2 Tagen auf dem Ärztekongress in Chicago halten soll. Auch das noch. Der Alte nutzt sie aus. Weiß er eigentlich, wie oft sie hier noch bis spät in die Nacht sitzen? Ist schon in Ordnung. Immerhin geht es in seiner Rede um die neuen Behandlungsmethoden in High Willows. Lassen Sie mich raten, die er als seine Methoden hinstellt, der große Dr. Howard. Dabei schmeißen Sie hier doch den ganzen Laden. Wenn er sie nicht hätte... Mark, bitte. Es ist schon spät. Ja, ja. Ich habe jedenfalls keine Angst vor ihm. Wird er schon noch merken. Wird eine schlimme Nacht werden. Vielleicht die unruhigste, die High Willows hier erlebt hat. Also dann, ich muss. Verdammt! Carstairs, sind Sie noch in der Nähe? Das Licht flackert. Ein Blitz hat die Leitungen erwischt. Carstairs, wo sind Sie? Bleiben Sie ruhig, Mr. O'Leary. Ganz ruhig, in Ordnung? Wir haben einen Stromausfall. In wenigen Sekunden muss der Generator anspringen. Haben Sie keine Angst. Sie kommen nicht zu holen. Sie kommen in meine Dunkelheit. Hilfe! Ich bin sofort bei Ihnen, Mr. O'Leary. Ich werde Ihnen etwas geben. Nun komm schon, du verdammtes Ding. Spring endlich an. Endlich. Gott sei Dank. Miss Henderson! Miss Henderson! Bitte beruhigen Sie sich, Mr. O'Leary. Es ist nur das Gewitter. Wir haben alles unter Kontrolle. Nehmen Sie diese Pillen hier. Die sind zur Beruhigung. Danke. Das ist eine böse Nacht, Miss. Und in einer bösen Nacht passieren böse Dinge. Legen Sie sich wieder hin und versuchen Sie zu schlafen. Das Licht wird über Nacht weiterbrennen. Ich kann bestimmt nicht mehr schlafen. Versuchen Sie es trotzdem. Carstairs? Sind Sie das? Verdammt, was ist hier los? Miss Henderson? Was? Cole! Wo kommen Sie her? Ich habe Schritte gehört und wollte nach dem Rechten sehen. Haben Sie Carstairs gesehen? Nein. Ich dachte, er wäre bei Ihnen. Warum ist die Tür da geöffnet? Waren Sie das? Block C ist nicht mein Bereich. Vielleicht ist Carstairs gerade dort. Warum kommt er dann nicht wieder? Die Patienten sind unruhig. Vielleicht hat es Block C besonders schlimm getroffen. Unsinn. Es ist nur einer dort. Und der? Seit keine menschlichen Regungen mehr. Meinen Sie das? Frank Feeney wurde ruhig gestellt. Vor mehr als 3 Stunden schon. Kommen Sie mit. Wir werden nachsehen, was da los ist. Okay. Ganz wie Sie meinen. Das ist Carstairs Schlüsselbund. Er hat ihn in der Tür stecken lassen? Aber dann müsste er doch irgendwo... Ach du Schande. Da steht eine Zelle offen. Kommen Sie, Cole. Sollten wir nicht besser den Sicherheitsdienst informieren? Und eine halbe Stunde mit Warten vergeuden? Seien Sie bloß vorsichtig. Carstairs? Sind Sie hier? Oh Gott, da liegt einer. Unter der Pritsche. Alles ist voller Blut. Ist das Feeney? Cole, rufen Sie den Sicherheitsdienst und die Polizei. Da vorne ist die Zufahrt nach High Willows. Das Schild ist bei dem Wetter kaum zu erkennen. Und die Straße scheint nur aus Schlaglöchern zu bestehen. Ich bin dir echt dankbar, dass du so spontan eingesprungen bist und mich rüberfährst. Hättest du an meiner Stelle nicht dasselbe getan? Ach, doch, klar.
klar. Weißt du inzwischen Näheres? Im Sanatorium hat es heute Abend einen ziemlichen Aufruhr gegeben. Ein Insasse ist aus der Anstalt geflohen. Und wir haben einen toten Pfleger. Sein Name ist Carstairs. Er ist in der Zelle des Insassen erstochen worden. Shit. Habt ihr schon eine Spur von dem Geflohenen? Kyle hat ihn zur Fahndung ausgeschrieben. Frank Feeney. Er hat vor fast genau 20 Jahren seinen Bruder Daniel umgebracht, indem er ihm das Herz rausgeschnitten hat. Ist damals wohl ein ziemlich spektakulärer Fall gewesen. Gott. Kein Wunder, dass man den Mann nach High Willows gebracht hat. Die Ärztin, die heute Abend die Aufsicht hatte, hat uns verständigen lassen. Ihr Name ist Carol Henderson. Ich hoffe, dass sie mir mehr zu den Vorgängen sagen kann. Du klingst ziemlich besorgt. So kenne ich dich gar nicht. Wir befürchten, dass Feeney unterwegs zu seinem noch lebenden Bruder Logan ist. Bei der Gerichtsverhandlung damals hat Feeney angekündigt, dass er ihn ebenfalls umbringen wird. Er würde alles dran setzen, aus seiner Zelle auszubrechen. Tja, sieht ganz so aus, als wäre ihm das heute Nacht geglückt. Moment mal, Logan Feeney? Etwa der Typ, der in der Lack- und Farbenindustrie eine große Nummer ist? Ja, stimmt, genau. Woher weißt du das? Durchtriebene Mistkerl! Jetzt weiß ich, warum Van Dusen vorhin unbedingt wollte, dass wir ihn an dem Motel absetzen. Hä? Wieso? Ich dachte, er wollte ein Zimmer nehmen und da auf dich warten. Dachte ich auch. Als er ausstieg, murmelte er allerdings diesen Namen. Logan Feeney und seine Frau... Moment, wie war das? Sybil? Ja, genau. Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Ich frag mich, woher er den Namen hat. Er muss ihn aufgeschnappt haben, als ich vorhin mit Kyle telefoniert habe. Ich glaub das einfach nicht. Du denkst, er ist nicht ins Motel, sondern hat sich gleich auf den Weg zu den Feenys gemacht? So sieht es für mich aus. Und es wäre das Einzige, was ihm absolut ähnlich sieht. Aber was um alles in der Welt will er da? Kannst du dir das nicht denken? Er ist wieder mal auf Mörderjagd. Ach, mach dir keine Sorgen, Hedge. Kyle ist schon auf dem Weg dorthin. Was? Ach, Quatsch, ich mach mir keine Sorgen. Also gut, ich mach mir Sorgen. Es ist nicht gesagt, dass Frank Feeney es bis dorthin schafft. Der Mann ist vermutlich vollkommen orientierungslos und irrt bei dem Wetter da draußen herum. Ein Mann, dem es gelingt, aus dem Sicherheitstrakt einer Nervenheilanstalt auszubrechen, ist sicher alles andere als dumm. Schön, er ist intelligent. Aber gerade deswegen wird er nicht so leichtsinnig sein, noch in derselben Nacht im Haus seines Bruders aufzukreuzen. Und jetzt lass uns bitte weiterfahren. Natürlich. Sorry, vermutlich habe ich einfach zu viel Fantasie. Die hattest du früher schon. Oh, da vorne ist das Pförtnerhaus. Achtung, da läuft jemand mit einer Taschenlampe rum. Himmel, den hätte ich beinahe übersehen. Sind Sie Officer Fry? Das bin ich. Und Sie sind Mr. Alfano. Alvin Alfano. Ich bin der Hausmeister. Miss Henderson rief vor 10 Minuten an und sagte mir, dass Sie kommen würden. In Ordnung. Wo kann ich Miss Henderson erreichen? Ich öffne Ihnen gleich die Schranke. Sie fahren durch bis zum Abschnitt C. Oben an der Rampe befindet sich ein Tor. Jemand wird Ihnen öffnen, wenn Sie klingeln. In Ordnung. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig heute Abend irgendetwas gesehen oder gehört, was uns helfen könnte? Warum denn ausgerechnet ich? Nein, ich habe den ganzen Abend in meiner Loge gesessen. Und ich habe Kreuzworträtsel gelöst und Radio gehört. Alles klar. Würden Sie uns dann bitte öffnen? In Ordnung. Was für eine Nacht. Was für eine entsetzliche Nacht. Ziemlich nervös, der Bursche. Oh, ein bisschen durch den Wind, würde ich sagen. Kein Wunder. Die Henderson wird ihm sicher gesagt haben, was passiert ist. Die Schranke geht hoch. Na dann? Abschnitt C. Das muss da vorne sein. Vertrauenserweckend sieht das Ganze hier wirklich nicht aus. Wirkt eher wie eine stillgelegte Fabrik. High Willows ist eine Art Endstation für psychisch kranke Mörder. Wie sollte das Gebäude deiner Meinung nach aussehen? Pink? Oh, da ist die Rampe. Halt am besten gleich hier, ich laufe darauf. Okay, soll ich hier warten? Das wäre wirklich super. Ich denke, es wird nicht allzu lange dauern. Da oben blinkt was. Sie machen das Rolltor auf. Das wird Miss Henderson sein. Sicher hat Alfano sie schon verständigt. Oh Gott. Was hast du? Sieh doch, wie die Frau da oben steht, in dem weißen Kittel, die Arme ausgebreitet. Dazu noch das helle Licht hinter ihr. Sie sieht aus wie ein Engel. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin gleich wieder da. Pass auf dich auf, Mia. Irgendwie habe ich bei dieser Sache kein gutes Gefühl. Wenn ich Sie wäre, würde ich mich nicht so offen am Fenster zeigen. Mr. Van Dusen hat recht.
Zieh doch wenigstens die Vorhänge zu. Das sollte er wirklich tun, oder nicht? Was bringt es letztlich? Er wird durch das Fenster vom Garten aus nicht mehr gesehen, gut. Aber er selbst sieht auch nichts mehr. Und darauf kommt es Logan Feeney in diesem Augenblick doch an. Er ist ein Mensch, der es gewohnt ist, Kontrolle über alles und jeden auszuüben. Entzieht man sie ihm, dreht er früher oder später durch. So weit ist er noch nicht. Aber es brodelt bereits in ihm. Und ich? Professor Augustus van Dusen habe es mir mit einem Glas Brandy im Sessel bequem gemacht und verfolge gebannt die Ereignisse, die bereits in vollem Gange sind. Warum ich hier bin? Inmitten dieser Menschen, die bis eben noch vollkommen Fremde für mich waren? Nun, Sie werden es bald erfahren. Wir erwarten nämlich jede Sekunde Officer Kyle Banks von der Florida Highway Patrol. Und verlassen Sie sich darauf, wenn es jemanden gibt, der mich fragen wird, was zum Teufel ich hier tue, dann ist er es. Wir sollten vor allen Dingen den Rat des Officers befolgen und nicht in Panik verfallen. Wo bleibt der Mann bloß? Von Delray Beach bis hierher wird er eine gute Stunde benötigen. Zumindest was diesen Punkt angeht, besteht kein Grund zur Beunruhigung. Sie haben Frank Feeney nicht kennengelernt, Mr. Van Dusen. Dieser Mensch ist ein Tier. Schlimmer noch. Jetzt ist aber genug. Frank ist geistig gestört, nichts weiter. Deswegen hat man ihn damals nach High Willow gebracht. Und dort wird er auch wieder landen. Sollte er diese Nacht überstehen, heißt das. Sie rechnen also nicht damit, dass er hierher kommt? Das klingt ja beinahe so, als wären Sie enttäuscht. Selbst mit seinem kranken Herrn werde er sich denken können, dass dieses Haus bewacht wird. Ich bewundere Ihre Gelassenheit. Das Ganze ist eine Art Spuk, nichts weiter. Morgen früh ist die Welt wieder in Ordnung. Was ist das da draußen für ein Licht? Ein Wagen ist auf die Auffahrt gefahren. Das wird der Officer sein. Du willst doch nicht etwa selbst zur Tür gehen. Wofür haben wir denn Mr. Gennett? Ich will mir lediglich noch einen Cognac genehmigen. Sonst noch jemand? Ich wäre nicht abgeneigt. Schön. Wenigstens eine Person im Haus, die nicht dabei ist, durchzudrehen. Bleiben Sie ruhig im Sessel sitzen. Verzeihung, Mr. Feeney. Officer Banks ist soeben eingetroffen. Ja. Bringen Sie den Mann schon rein. Treten Sie bitte näher, Officer. Guten Abend zusammen. Was für ein Wetter da draußen. Zum junge Hunde kriegen. Sie hätten gerne Ihren Mantel geben sollen. Sie tropfen mir ja den ganzen Läufer voll. Oh, das verzeihen Sie vielmals. Es hört schon auf, sehen Sie? Oh, Sie haben Besuch? Guten Abend, Officer Banks. Sie wurden schon sehnsüchtig erwartet. Professor van Dusen? Was? Sehen Sie, er kriegt's noch nicht ganz über die Lippen, aber er wird mich gleich fragen, wenn er näher getreten ist. Was um alles in der Welt tun Sie hier? Ich wurde als psychologischer Gutachter zu diesem Fall hinzugezogen, von der Staatsanwaltschaft, um genau zu sein. Na los, tun Sie wenigstens so, als ob Sie mir diesen Unsinn abkaufen würden. Ach so. Sie beide kennen sich also bereits? Ja, Mr. Van Dusen war uns in Delray Beach behilflich, einen Serienmörder zu fassen. Mr. Feeney, haben Sie erledigt, worum ich Sie am Telefon gebeten hatte? Alle Fenster und Türen sind verschlossen. Mr. Gennett hat die strikte Anweisung, niemanden ins Haus zu lassen. Sehr gut. Ach, Sie sollten sich nicht so offen an der Verandatür zeigen. Und ziehen Sie am besten auch die Vorhänge zu. Glauben Sie wirklich, dass dieser ganze Aufwand notwendig ist? Ihr Bruder hat bei seinem Ausbruch einen Pfleger getötet. Und Sie selbst wissen wohl am besten, was er Ihnen damals bei der Gerichtsverhandlung geschworen hat. Aber das ist 20 Jahre her. Sie werden den Worten eines Geisteskranken doch wohl nicht so viel Bedeutung beimessen. Verzeihung, aber ich tue hier nur meine Pflicht. Wir lassen bereits überall nach Frank Feeney fahnden. Bis wir ihn haben, bin ich zu Ihrem persönlichen Schutz abgestellt. Ich nehme doch an, dass Sie mir ein Zimmer herrichten können? Ich werde Gennett bitten, sich darum zu kümmern. Wie ist es mit Ihnen, Professor van Dusen? Ich glaube nicht, dass seine Anwesenheit... Oh, wenn es Sie nicht stört, dann bleibe ich gerne ebenfalls hier. Sorry, aber... Ach, großer Gott, was war das? Alles weg vom Fenster, schnell! Da liegt etwas am Boden. Finger weg und nicht bewegen. Keiner rührt sich von der Stelle. Können Sie etwas erkennen, Officer? Nein. Wer immer das gewesen ist, hat sich offenbar aus dem Staub gemacht. Sieht aus, als wollte man Ihnen eine Warnung zukommen lassen, Mr. Feeney.
Aber was? Das ist ja eine Stahlkassette. Mein Gott, sie sieht aus wie... Wie Ihre eigene. Wollten Sie das sagen? Ach was, das ist doch vollkommen unmöglich. Außerdem sehen diese Dinger doch alle gleich aus. Das Ding ist abgeschlossen. Mr. Feeney, Sie werden doch sicher Werkzeug im Haus haben. Wie? Ja, sicher. Irgendwo. Gennet, würden Sie mal bitte nach etwas geeignetem Ausschau halten? Natürlich. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Darf ich mir die Kassette mal ansehen? Das ist ein Beweisstück und es ist abgeschlossen. Denken Sie vielleicht, es öffnet sich wie von Zauberhand, nur weil Sie daran herumfummeln? Könnte ich es trotzdem sehen? Bitte, versuchen Sie Ihr Glück. Ich glaube, dass unser Unbekannter ein großes Risiko eingegangen ist, uns dieses Ding zukommen zu lassen. Er wird unbedingt wollen, dass wir diese Kassette öffnen. Dachte ich es mir doch. Auf der Unterseite ist ein kleiner silberner Schlüssel mit Klebeband befestigt. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Geben Sie das her. Ich werde es öffnen. Bitte, ganz wie Sie wollen. Auf dem Klebeband könnten sich wertvolle Fingerabdrücke befinden. So, ganz vorsichtig. Und jetzt den Schlüssel. Na bitte. Ja und, was ist drin? Ein schmutziger Lappen. Da ist was drin eingewickelt. Das haben wir gleich. So. Oh mein Gott! Tun Sie das weg! Oh, wie ekelhaft! Tja, das ist ein Herz. Das Herz eines Tieres, würde ich sagen. Ja, vermutlich herausgeschnitten mit einem ziemlich scharfen Messer. Jetzt decken Sie doch das Tuch wieder drüber, Herrgott! Das hat er getan! Frank! Oh Gott, Logan! Es handelt sich zweifellos um eine Warnung an Sie, Mr. Feeney. Ja, das habe ich begriffen. Was werden Sie jetzt unternehmen, Officer? Das Labor wird sich ausgiebig mit diesen Dingen befassen. Wo befinden sich Ihre Schlafräume, Mr. Feeney? Oben, im ersten Stock. Gut. Wir werden gleich noch einmal alle Ein- und Ausgänge überprüfen, sowie jedes einzelne Zimmer. Bitte. Gernot wird Ihnen alles zeigen. Officer Banks, auf ein Wort. Was? Ich möchte ja keine Unruhe verbreiten. Das wäre mir neu. Ja, Sie sollten prüfen, ob die Stahlkassette von Mr. Feeney sich noch hier befindet. Denn falls nicht, würde das bedeuten, dass sein Bruder Frank heute Abend bereits hier im Haus gewesen ist. Ich kann immer noch nicht fassen, was hier heute passiert ist. Ich zittere am ganzen Körper. Wie lange kannten Sie Mark Carstairs? Ich glaube, es müssen etwa 15 Jahre sein. Die meiste Zeit davon haben wir für Professor Ellington gearbeitet. Das war Dr. Howards Vorgänger. Miss Henderson, da ist eine Sache, die ich noch immer nicht ganz verstehe. Was kann den Pfleger veranlasst haben, Feeneys Zelle zu betreten? Soweit ich weiß, ist das doch eher unüblich. Feeneys Zelle durfte nur in Gegenwart von zwei Personen geöffnet werden. Zumeist sind Dr. Howard und ich gegangen. Carstairs hatte eine Abneigung gegen Feeney. Er hat es vermieden, die Linie zu übertreten. Die Linie? Verzeihung, so nennen wir hier den Übergang zu Trakt C. Die geöffnete Verbindungstür, ich verstehe. Mark Carstairs wurde mit einem tiefen Stich ins Herz getötet. Vermutlich mit einem Messer. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das in Feeneys Zelle gelangt sein könnte? Ich finde einfach keine Erklärung dafür. Es ist vollkommen undenkbar, dass Feeney mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung gekommen ist. Ich habe mir seine Zelle angesehen. Er hätte sich dort keine Stichwaffe selbst herstellen können. Genauso unwahrscheinlich ist es sicher, dass Carstairs ein Messer bei sich trug, als er den Raum betreten hat. Das ist vollkommen abwegig. Der Einzige, der eine Waffe besitzt, ist Dr. Howard. Eine Pistole, soweit ich weiß. Da kommt jemand den Korridor herunter. Oh, ich schätze, das wird er sein. Oh, meine Güte, wo bleibt sie nur? Oh Gott, wo kommt der denn her? Was zum Teufel? Hallo Sie, was machen Sie da? Halt! So warten Sie doch! Sind Sie das, Mr. Alfano? Bleiben Sie stehen! Haben Sie nicht gehört? Sie sollen stehen bleiben! Sie sehen mich vollkommen fassungslos, Miss Fry. Ein derartiger Vorfall hat sich in High Willows noch nie ereignet.
Ich muss mir überlegen, wie wir alle damit umgehen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Schock noch tief sitzt, Dr. Howard. Trotzdem muss ich noch einmal auf Frank Feeney zu sprechen kommen. Ist es Ihnen möglich, uns eine Art Psychogramm zur Verfügung zu stellen? Es könnte sehr wichtig für uns sein, zu wissen, wie er denkt, wie er funktioniert. Das sollte ohne weiteres möglich sein. Miss Henderson wird Ihnen Unterlagen zusammenstellen, die nicht der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Demnach existieren also auch noch andere Unterlagen zum Fall Feeney? Keine, die für die Polizei relevant sind. Es handelt sich zumeist um Gesprächsprotokolle. Ich habe mich nach Übernahme des Sanatoriums unter anderem auch sehr intensiv mit dem Fall Frank Feeney auseinandergesetzt. Was können Sie mir über ihn sagen? Nun, das Wichtigste für Sie dürfte im Moment die Tatsache sein, dass dieser Mann nur von einem Wunsch beseelt ist. Dem Wunsch zu töten. Und sofern ich das als Arzt und Psychologe beurteilen kann, ist dieser Wunsch bei ihm nach wie vor absolut präsent. Dominant, möchte ich sogar sagen. Ja. Er wird also alles daran setzen, das Haus seines Bruders zu erreichen? Ich fürchte ja. Und dabei ist er absolut unberechenbar. Es ist gut möglich, dass er sich mit seinem Vorhaben Zeit lässt. Aber irgendwann wird er es versuchen. Da bin ich mir sicher. Warum verspürt er solch einen Hass auf seinen Bruder? Sie wollen wissen, wie er zu dem wurde, was er heute ist? Ein sehr interessanter Aspekt, der mich als Arzt ungemein interessiert. Wie wird aus einem Menschen ein Mörder? Welche Prozesse und Stadien durchläuft ein Mensch, bis er seinen zuvor tief empfundenen Glauben an das Gute abwirft wie lästigen Ballast? Sind Sie hinter das Geheimnis dieser Frage gekommen? Ich will versuchen, Ihnen einen kurzen Abriss über die Ereignisse zu geben. Frank Feeney wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Eltern lebten in dem Haus, das heute Logan Feeney und seine Frau bewohnen. Frank war der jüngste von drei Brüdern. Er war schon als Kind hochbegabt und bewies ein großes wissenschaftliches Talent. Im Alter von 15 Jahren erfand er einen Apparat, eine Maschine, die in der Lage war, Farben in einem ganz bestimmten Verhältnis zu mischen. Das klingt erstmal nicht wirklich spektakulär. Nun, Feeneys Vater war es, der das Potenzial dieser Maschine erkannte. Und so dauerte es nicht lange, bis sich die Wirtschaft dafür zu interessieren begann. Man ließ das Patent auf die beiden volljährigen Brüder Daniel und Logan eintragen. Und die Familie verdiente ein Vermögen damit. Nur leider hatte der junge Frank nichts davon, da er noch minderjährig war. Seine Brüder studierten im Ausland, während er zu Hause bei seinen Eltern blieb. Sein Vater Harold starb kurze Zeit darauf bei einem Autounfall. Wenig später folgte seine Mutter, bei der man einen Hirntumor diagnostiziert hatte. Daniel und Logan kehrten nach Gainesville zurück. Doch das Verhältnis zu ihrem jüngeren Bruder war zerrüttet, was dazu führte, dass Frank Feeney das Elternhaus verließ. Dadurch fehlte ihm jeglicher Halt. Und von dem Geld, das seine eigene Erfindung abwarf, sah er keinen Cent. Furchtbar. Das war nur leider noch nicht alles. Denn der schwerste Schicksalsschlag wartete noch auf den jungen Mann. Wollen Sie auch den Rest hören? Bleiben Sie stehen! Es hat keinen Sinn, wegzulaufen! Mr. Alfano, was tun Sie hier draußen im Park? Ich habe nicht spioniert. Ich wollte doch nur... Was wollten Sie? Reden Sie! Waren Sie vorhin draußen am Wagen? Ja, nein, ich... Es war sehr dumm von mir. Verzeihen Sie. Aber Sie haben da drüben doch etwas gewollt. Was war es? Wollten Sie mit mir reden? Ja, aber Sie sind doch von der Polizei. Nein, ich habe nur Miss Fry hergefahren. Hören Sie, Alfano, Sie wissen doch etwas. Wollen Sie nicht darüber sprechen? Ja, das sollte ich, aber nicht hier. Nicht so nah bei High Willows und Rosa, meiner Frau. Was ist mit ihr? Sehen Sie das kleine Haus da zwischen den Weiden? Rosa ist... Sie kann uns sehen und sie wird so leicht misstrauisch. Ich möchte nicht, dass sie in diese Sache hineingezogen wird. Sie meinen die Ereignisse, die sich heute Nacht hier abgespielt haben? Sie sollten jetzt besser gehen, Miss. Vielleicht ist es nicht gut, wenn wir hier zusammen gesehen werden. Warum nicht? Hören Sie doch, da ist jemand... Wir werden bereits beobachtet.
Wir wissen leider nicht viel über das Mädchen, das er liebte. Außer der Tatsache, dass sie Florence hieß und aller Wahrscheinlichkeit nach aus Frankreich stammte. Hat Fini in ihren gemeinsamen Sitzungen über die Frau gesprochen? Oh nein, nein. Über Gefühle zu reden, außer über Hass vielleicht, hat er nie gelernt. Aber oftmals verraten wir viel mehr über uns, wenn wir an bestimmten Stellen schweigen. Ich habe versucht, etwas über das Mädchen in Erfahrung zu bringen. Aber es ist mir nicht gelungen. Beinahe ist es so, als hätte es sie nie gegeben. Wir wissen nicht, wo er sie kennengelernt hat. Aber sie muss die große Liebe seines Lebens gewesen sein. Sie lebten eine Zeit lang zusammen, bis bei ihr eine seltene Herzkrankheit festgestellt wurde. Fini sprach in diesem Zusammenhang einmal von Luzern. Dort gibt es eine Klinik, die auf solche Fälle spezialisiert ist. Eine Operation wäre möglich gewesen, doch sie hätte viel Geld gekostet. Geld, das Fini nicht besaß. Er nicht, aber seine Brüder. Und die haben es ihm verweigert, aufgrund der vorherigen Streitigkeiten. Florence starb an den Folgen ihrer Krankheit. Auch dies hat er nicht konkret geäußert, aber ich habe es zwischen den Zeilen herausgehört. Fini machte seine beiden Brüder für den Tod seiner Geliebten verantwortlich. Mit einigem Recht, würde ich sagen. Und die Sache mit dem Herz? Oh, Sie haben die Symbolik erkannt? Ja. Fini schwor Rache an seinen Brüdern. Er hat Daniel bei lebendigem Leib das Herz herausgeschnitten. Aber das durfte ja aus den Polizeiakten hervorgehen. Ja, allerdings waren mir bis eben die Hintergründe nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll er es gegessen haben. Das Herz, meine ich. Ich danke Ihnen beiden für die Auskünfte. Ach, Miss Henderson, haben Sie eine Fotografie für die Fahndung auftreiben können? Ja, hier ist sie. Sie hatten um eine möglichst aktuelle Aufnahme gebeten. Diese hier ist 3 Tage alt. Oh, er ist deutlich gealtert. Er sieht aus wie ein uralter Mann. Lassen Sie sich von diesem Anblick nicht täuschen, Miss Fry. Frank Fini ist zwar äußerlich gealtert, aber sein Geist ist noch immer hellwach. Also dann, nochmals vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie ihn bald finden werden. Eines vielleicht noch. Was auch immer er vorhat, Fini wird in der Wahl seiner Mittel nicht wählerisch sein. Und er wird auch Unschuldige nicht verschonen, wenn sie ihm im Weg sein sollten. Sie müssen sich getäuscht haben. Da ist niemand. Glauben Sie mir, ich habe einen Blick dafür, was im High Willows passiert. Genauso wie Bonnie. Bonnie? Wer ist das? Ich sollte jetzt besser gehen. Guten Abend, Miss. Mr. Alfano, bleiben Sie hier. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was... Verflucht noch mal. Hatch. Mia! Gott, hast du mich erschreckt? Ich hab dich gesucht. Du warst nicht mehr beim Wagen. Was ist passiert? Ich habe... Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich bin Alfano hierher gefolgt. Er wohnt gleich dort drüben. Gefolgt? Aber warum? Er hat sich drüben beim Sanatorium herumgetrieben. Es hatte auf mich den Anschein, als wollte er schnüffeln. Ich habe ihn angesprochen und da ist er weggerannt. Eigenartig. Glaubst du, dass er etwas beobachtet hat? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat er gehörige Angst, als hätte ihn jemand eingeschüchtert. Die Lichter im Haus sind ausgegangen. Naja, es ist spät. Ich denke, ich werde gleich morgen früh nochmal hier rausfahren. Gerade eben habe ich eine Nachricht von Kyle erhalten. Er hat im Sanatorium angerufen. Und? Was gibt es Neues? Tja, wie es aussieht, war Frank Fini bereits dort. Er hat eine erste Warnung hinterlassen. Oh Gott, ist etwas passiert? Was ist mit Van Dusen? Es sind alle wohlauf. Ich fürchte nur, Fini wird es uns doch nicht so einfach machen, wie wir anfangs alle gedacht haben. Guten Morgen, Officer. Es hat an der Tür geklingelt. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich... Doch, habe ich. Warten Sie, ich komme schon. Da ist jemand mit einem Taxi gekommen. Es fährt gerade weg. Was Sie nicht sagen. Gehen Sie bitte aus der Schusslinie, ja? Aus der Schusslinie? Ich möchte einfach nicht, dass hier alle um mich herumstehen, während ich möglicherweise einem geisteskranken Mörder die Tür öffne, klar? Wie Sie meinen. Guten Morgen. Sie wünschen? Oh, bonjour, Monsieur. Sie müssen Mr. Gannett sein, der Hausangestellte.
Nein, ich bin Officer Kyle Banks von der Florida Highway Patrol. Darf ich fragen, wer Sie sind? Oh, pardon. Mein Name ist Ines Duval. Madame Feeney erwartet mich. Ach, du lieber Himmel, Mademoiselle Duval. Tut mir leid. Wir hätten Sie beinahe vergessen. Aber das macht doch nichts, Madame. Ich habe mir am Bahnhof ein Taxi genommen. Nun kommen Sie doch erst mal rein. Logan, Darling, die junge Ines ist da. Einen Moment mal, ja? Was hat das alles zu bedeuten? Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie Besuch erwarten? Darf ich Ihnen den Koffer abnehmen? Vielen Dank. Darf ich dann vielleicht wenigstens mal die Tür schließen, ja? Vielen Dank. Also, ich höre. Was ist los? Logan, dies hier ist die junge Ines Duval. Du weißt doch, das Mädchen, das uns Pet empfohlen hat. Sie verbringt nach ihrem Studium ein Jahr in Florida. Oui, Madame. Sieh mal an. Ich kann mir nicht helfen, aber Sie kommen mir irgendwie bekannt vor, junge Dame. Natürlich. Von dem Empfehlungsschreiben und den Fotos, die uns Pet geschickt hat. Wie reizend das alles ist. Wie lange bleiben Sie hier im Haus, Mademoiselle? Oh, ich weiß nicht genau. Ich hoffe natürlich, dass Madame Feeney zufrieden sein wird mit mir. Ganz sicher. Sie machen einen sehr adretten Eindruck. Aber nun wird Ihnen Janet erst mal Ihr Zimmer zeigen. Ja, Janet? Natürlich. Wenn Sie bitte mitkommen wollen. Eine neue Hausangestellte. Fabelhaft. Ausgerechnet jetzt. Erwarten uns noch mehr solcher Überraschungen, Mrs. Feeney? Ich bitte um Entschuldigung, aber bei diesen ganzen Aufregungen hatte ich das Mädchen vollkommen vergessen. Wie gesagt, ist sie uns schon vor längerer Zeit angekündigt worden. Ich werde als erstes mal ihre Papiere überprüfen. Tun Sie das. Ich werde die Gelegenheit nutzen, einen kleinen Ausflug zu unternehmen. Ich darf doch wohl das Haus verlassen, Officer. Für Sie mache ich liebend gerne eine Ausnahme, Van Dusen. Viel Vergnügen. Und lassen Sie sich nur reichlich Zeit. Ich nehme an, dass die Fahndung nach Frank Feeney bisher noch nichts ergeben hat? Nein. Oder denken Sie vielleicht, ich würde mir das hier freiwillig auch nur eine Minute länger als nötig antun? Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Aber wir werden das Kind schon zusammenschaukeln, hm? Also dann. Bis später. Wiedersehen, Professor. Unfassbar ist das. Jeder darf hier ein- und ausgehen, wie er will. Der einzige Gefangene bin ich. Es ist nur zu Ihrem Besten, glauben Sie mir. Wissen Sie, was ich denke? Manchmal denke ich, soll er doch kommen und es zu Ende bringen. Ist das Ihr Ernst? Alles ist besser als diese unerträgliche Warterei. Und das alles so kurz vor diesem elenden Empfang. Was für einen Empfang? Na, der Empfang zu meinem 60. In 2 Tagen hier im Haus. Das ist doch wohl ein Scherz. Ich fürchte nicht, Officer. Es sind etliche Gäste geladen. Wie Karl Linnemeyer und der Bürgermeister werden hier sein. Dann hoffe ich für Sie, dass wir Ihren Bruder bis dahin gefasst haben. Ansonsten dürfte diese Party wohl ins Wasser fallen. Dann strengen Sie sich mal an, Officer. Denn dieser Empfang wird in jedem Fall stattfinden. Es war absolut richtig, mich anzurufen und mir von Ihrem Verdacht zu erzählen, Hedge. Naja, ich dachte, weil er doch so verunsichert war. Es schien mir, als wüsste er etwas. Und er hat einen Namen erwähnt. Bonnie. Klingt fast nach einem Gangsterfilm. Bonnie? Interessanter Name. Nun ja, vielleicht werden wir gleich mehr erfahren. Da oben im 1. Stock sind sämtliche Vorhänge zugezogen. Es wird doch wohl jemand zu Hause sein. Ich glaube, es kommt jemand. Ja, bitte? Oh, guten Morgen. Sie müssen Mrs. Alfano sein. Mein Name ist Augustus Van Dusen. Wir würden gern kurz mit Ihrem Mann sprechen. Ja, heute ist Sonntag. Da ist er draußen am See, beim Angeln. Wo genau ist das? Hinter dem Haus verläuft ein Pfad. Wenn Sie dem folgen, gelangen Sie zum See hinunter. Aber was wollen Sie denn von ihm? Oh, nichts Schlimmes. Keine Angst. Wir wollen ihm auch gar nichts verkaufen oder so. Es geht nur um eine ganz harmlose Nachfrage. So, wirklich? Ja, wir wollen auch nicht länger stören. Sie haben sicher Besuch, nehme ich an. Oh nein, das war sicher Millie, unsere Katze. Sie ist auf einem Auge blind. Mein Mann und ich leben allein. Ich verstehe. Auf Wiedersehen, Mrs. Alfano. Auf Wiedersehen. Kommen Sie, Hedge. Was macht sie jetzt? Sieht sie uns nach? Vermutlich. Da war eine Bewegung hinter der Gardine.
Irgendwie gefällt mir das alles nicht. Nein, die Bedrohung, richtig? Ja, sie ist überall spürbar. Mich kribbelt's regelrecht. Ja, am Unterarm. Überall. Ach, letzte Nacht war es schlimm. Aber selbst jetzt, am helllichten Tag, kommt mir das alles hier unwirklich vor. Aber ich glaube, hier geht es zum See runter. Schaffen Sie das mit Ihren Krücken? Oh ja, danke. Ich komme immer besser mit den Dingern zurecht. Und wer weiß, eines Tages werde ich sie endlich los sein. Ich hoffe, Sie zünden sie dann nicht an, so wie den Rollstuhl. Ah ja. Einen friedlichen Ort hat er sich zum Angeln ausgesucht. Vielleicht will er allein sein, weil er Zeit zum Nachdenken braucht. Ich hatte gestern das Gefühl, dass ihm etwas auf der Zunge lag. Vielleicht gelingt es Ihnen ja, etwas aus ihm rauszukitzeln. Wir werden sehen. Wir bewegen uns am Ufer entlang. Der See ist kaum mehr als ein Tümpel im Vergleich zu den anderen Binnengewässern des Landes. Er ist von dichten grünen Schlieren durchzogen, die auf einen hohen Algenbestand hindeuten. Die Wasseroberfläche glänzt hingegen noch immer silbern in der Morgensonne. Über uns ziehen lautlos zwei Störche hinweg. Idyllisch. Still. Aber friedlich. Oh nein. Da liegt jemand mit dem Kopf im Wasser. Verdammt. Warten Sie, Hatch. Rühren Sie nichts an, bevor ich da bin. Es... Oh Mist, es ist Mr. Alfano. Das hatte ich befürchtet. Können Sie ihn bewegen? Ich werde versuchen, ihn da rauszuziehen. Ich fürchte, ich bin Ihnen da keine große Hilfe. Das fürchte ich auch. Aber ich schaffe das, auch ohne Sie. Versuchen Sie, ihn auf den Rücken zu drehen. Vielleicht können Sie ihn noch beatmen. Ja. Oh mein Gott. Ich fürchte, da kommt jede Hilfe zu spät. Man hat ihm den Schädel eingeschlagen. Vermutlich mit einem der Steine vom Uferrand. Warum müssen Konflikte ständig auf diese Weise ausgetragen werden? Warum endet es immer mit Mord? Darüber könnte ich Ihnen einen zweistündigen Vortrag halten und wir hätten dabei nur die Oberfläche der menschlichen Abgründe angekratzt. Gott, ich Idiotin. Ich hätte es besser wissen müssen. Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? Er sagte, ich habe einen Blick dafür, was in High Willows passiert. Van Dusen, er wusste etwas. Er hat vielleicht sogar etwas beobachtet. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Er wollte sich Ihnen mitteilen und hat dann im letzten Moment einen Rückzieher gemacht. Vermutlich aus Angst. Ich hätte ihm nachgehen sollen. Ich hätte die verdammte Wahrheit aus ihm herausschütteln sollen. Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen. Er war für sein Handeln selbst verantwortlich. Wenn Sie nicht wollen, dass sein Tod umsonst war, dann helfen Sie mir zu rekonstruieren, was hier geschehen ist. Aber das wissen wir doch. Er wurde erschlagen von einem wissenlosen Menschen. Zweifellos. Aber ich denke, wir wissen noch ein wenig mehr. Sie stimmen doch mit mir überein, nicht wahr, dass der Angriff frontal erfolgte? Natürlich. Anders sind seine Verletzungen nicht zu erklären. Ja, aber jetzt sehen Sie sich doch mal das Gelände an, Hatch. Die entfernt liegende Böschung, das steinige Ufer. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich jemand dem Mann unbemerkt nähern konnte. Sie meinen, der Täter muss Geräusche verursacht haben? Auch das. Tatsächlich aber bin ich davon überzeugt, dass er seinen Mörder gesehen hat. Natürlich. Er muss über den Pfad gekommen sein, genau wie wir. Aber was bedeutet das? Ich halte es für möglich, dass er die Person gekannt hat und entweder keinen Verdacht schöpfte oder aber, Hatch, er hat resigniert. Weil er erkannt hat, dass es keinen Sinn haben würde zu fliehen? Das sind natürlich nur Spekulationen, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass wir der Wahrheit schon sehr nahe gekommen sind. Jemand muss es seiner Frau sagen. Und wir sollten Mia und Officer Banks verständigen. Ja, kommen Sie. Da warten ein paar unangenehme Aufgaben auf uns. Aber es gibt da noch eine andere Sache, an die ich gerade denke. Die da wäre? High Willows wird in Kürze neben einem neuen Hausmeister auch neues Pflegepersonal benötigen. Wie gelegen käme uns da jetzt eine ausgebildete Krankenschwester? Das ist mehr als wahrscheinlich. Immerhin ist ja... Moment mal, was sehen Sie mich denn dabei so an? Können Sie sich das wirklich nicht denken, Hatch? Tja, wie ich sehe, sind Ihre Papiere und Zeugnisse alle einwandfrei in Ordnung. Sogar ein Empfehlungsschreiben ist dabei von einem Dr. Thorndike aus New York. Ich war bei ihm beschäftigt, bevor ich in die private Pflege gegangen bin. Und jetzt wollen Sie die Großstadt mit unserem schönen Sonnenstaat tauschen? Hm? Vernünftige Entscheidung. Ich verstehe Sie nur allzu gut.
Ich würde es in New York City auch nicht mehr aushalten. Tja, man fühlt sich etwas beengt und außerdem stößt man ständig auf ziemlich schräge Vögel. Na, das kann Ihnen hier allerdings auch passieren. In Florida, meine ich. Ja, dann steht aus meiner Sicht einer Zusammenarbeit nichts mehr im Wege. Miss Landegard, würden Sie bitte Miss Henderson benachrichtigen? Ich wünsche Sie, in meinem Arbeitszimmer zu sprechen. Danke. Das heißt also, ich habe den Job? Und wann fange ich an? Wann können Sie denn anfangen? Tja, im Grunde sofort. Na, umso besser. Dann melden Sie sich doch am besten morgen um 8 Uhr in unserem Personalbüro. Und dann kann es losgehen. Miss Henderson, sie ist quasi so etwas wie meine rechte Hand hier, wird Ihnen gleich noch das Wichtigste von High Willows zeigen. Sie wissen, mit welchen Menschen wir es hier zu tun haben? Ja, Doktor, das ist bekannt. Perfekt. Ja, dann wäre da im Grunde nur noch eine Sache zu klären. Als Angestellte haben Sie die Möglichkeit, einen Bungalow hier auf dem Gelände zu beziehen. Das können Sie sich aber auch noch überlegen. Ein Bungalow? So wie das Haus hinter den hohen Weiden? Nein, Sie meinen vermutlich das Gartenhaus. Wir nennen es so. Es wird zurzeit noch von Rosa Alferno bewohnt. Die Frau unseres verstorbenen Hausmeisters. Ich hoffe, Sie haben nicht die Absicht, der Frau zu kündigen. Nun, wir werden schon eine Lösung finden. Ich denke, es wird... Sie wollten mich sprechen, Dr. Howard? Ah, Miss Henderson. Darf ich Ihnen unsere neue Mitarbeiterin vorstellen? Miss Hannah Josephine Hedge. Es wäre nett, wenn Sie ihr Ihren neuen Einsatzort etwas näher bringen könnten. Natürlich, Doktor. Ach, haben Sie die beiden Medikamentenverordnungen unterzeichnet, die ich Ihnen heute Morgen reingereicht hatte? Nein. Ah, hier sind sie. Nehmen Sie sie gleich mit, ja? Also dann, Miss Hedge, auf gute Zusammenarbeit. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wohlfühlen. Als ich Ihnen heute Vormittag viel Spaß bei Ihrem Ausflug gewünscht habe, habe ich damit nicht gemeint, dass Sie irgendwo da draußen am See nach Leichen suchen sollen. Ich habe keineswegs danach gesucht, Officer. Es war vielmehr so, als hätte sie mich gefunden. Das hat uns zu allem Ärger noch gefehlt. Was glauben Sie, wer für den Mord an Mr. Alfano in Frage kommt? Machen Sie Witze? Dieser entlaufene Irre natürlich. Alfano muss Feeney in der Nacht gesehen haben, als er aus High Willows geflohen ist. Vermutlich kannte er sogar sein Versteck. Ich weiß nicht, ob die Erklärung so einfach ist. Aber ich will mich vorerst mit Mutmaßungen zurückhalten. Schade. Und ich hätte gedacht... Still! Was ist? Was haben Sie auf einmal? Haben Sie das nicht auch gehört? Das war irgendwo hier im Haus. Im Salon vielleicht? Das war nicht im Salon. Kommen Sie, Officer. Hacken Sie mich unter. Die vermaledeiten Krücken machen zu viel Lärm. Wahrscheinlich ist Gennett nur auf sein Zimmer gegangen. Was... Wo wollen Sie denn hin? Die Schlafräume liegen alle im ersten Stock. Das Geräusch kam aber von hier unten, aus einem der Räume, die vom Korridor abzweigen. Wunderbar. Das sind im Ganzen 12 Zimmer. Wollen Sie die alle untersuchen? Das Geräusch hat übrigens aufgehört. Ja, nachdem Sie sich alle Mühe gegeben haben, Lärm zu machen. Vermutlich haben Sie ihn aufgeschreckt. Sehen Sie den Lichtschalter da vorne? Was ist damit? Schalten Sie ihn aus. Es ist das Licht für den Korridor. Sie kommen besser dran. Sie wollen feststellen, ob unter einer der Türen Licht hindurchschimmert. Sehr clever. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Manchmal wachse ich eben über mich hinaus. Ja. Da ist es wieder. Da ist jemand in Feenys Arbeitszimmer. Und es ist definitiv nicht Feeny. Der sitzt im Salon. Wir werden ihn überraschen. Finger weg von der Tür. Ich werde ihn überraschen, klar? Und zwar damit. Schießen Sie aber erst, wenn Sie das Weiße in den Augen sehen. Auf drei. Eins, zwei, drei! Polizei! Nehmen Sie sofort die Hände hoch! Oh, gut gebrüllt, Officer. Jetzt ist das Licht ganz aus. Hey, Sie! Bleiben Sie stehen oder ich schieße! Stehen bleiben! Ach, verflucht! Er fliegt nach draußen! Seien Sie vorsichtig, Officer! Sie bleiben hier, klar? Kommen Sie ja nicht auf die Idee, mir zu folgen! Sagen Sie den Phoenix, was passiert ist! Was passiert ist, tja. Was ist denn eigentlich hier drinnen passiert? Bleiben Sie stehen! Ich stehe im Halbdunkel vor dem Schreibtisch.
Ich brauche nicht lang, um zu erkennen, dass er aufgebrochen wurde. Mein Augenmerk fällt auf einen kleinen gelben Notizzettel, der oben auf den Papieren liegt. Ich versuche, die Schrift darauf zu entziffern, überlege nicht lange und stecke ihn ein. Was machen Sie hier, Monsieur? Ist etwas passiert? Kind, Sie sollten sich unbedingt angewöhnen, anzuklopfen oder sich anderweitig bemerkbar zu machen, bevor Sie sich im Dunkeln anschleichen. Es hat hier einen kleinen Zwischenfall gegeben. Jemand ist in dieses Zimmer eingedrungen und hat den Schreibtisch aufgebrochen. Aufgebrochen? Aber warum sollte denn jemand... Ich habe Geräusche gehört. Ein Poltern und lautes Brüllen. Ja, das waren wir, fürchte ich. Und der Täter ist uns dabei leider entwischt. Der Täter? Sie meinen, dieser furchtbare Mensch, von dem mir Madame Feeney erzählt hat? Das steht noch lange nicht fest. Officer, haben Sie... Nein, nichts habe ich. Der Kerl ist in der Dunkelheit verschwunden. Was ist denn jetzt schon wieder? Himmel, was ist denn hier passiert? Mein Gott, wir haben Schüsse gehört. Jemand hat sich in Ihrem Arbeitszimmer an dem Schreibtisch zu schaffen gemacht, Mr. Feeney. Halten Sie hier drin zufällig Wertgegenstände oder wichtige Unterlagen unter Verschluss? Ist er etwa aufgebrochen? Da ist überhaupt nichts Wichtiges drin. Ein paar Akten, geschäftliche Korrespondenz, nichts von Belang. Wenn Sie gestatten? Bitte? Überzeugen Sie sich selbst? Schon dabei. Wo kommen Sie im Übrigen gerade her, Mr. Gannett? Ich war oben in meinem Zimmer. Da hörte ich plötzlich den Tumult von hier unten. Als ich auf der Treppe war, fielen dann auch noch Schüsse. Sie waren also oben in Ihrem Zimmer. Was tragen Sie unter Ihrem Morgenmantel? Wie bitte? Der Unbekannte trug eine dunkelblaue Sturmmaske und einen schwarzen Jogginganzug. Ich glaube, Officer Banks möchte nur sicher gehen, dass Sie es nicht waren. Ich verstehe. Nun, wenn Sie sich selbst überzeugen wollen, Officer. Ja, schon gut. Machen Sie das bitte wieder zu. Frank, das ist Franks Werk. Glauben Sie? Sie etwa nicht? Um ehrlich zu sein, nein. Zum Zeitpunkt dieses Einbruchs waren alle Fenster und Türen fest verschlossen. Ich weiß das, weil ich nahezu pausenlos damit beschäftigt bin, das zu kontrollieren. Was wollen Sie denn damit andeuten? Dass jemand hier aus diesem Haus ein großes Interesse an dem Inhalt des Schreibtischs hatte. Mr. Feeney, würden Sie bitte feststellen, ob etwas daraus entwendet wurde? Aber ich sagte Ihnen doch schon. Ich habe gehört, was Sie sagten. Würden Sie es bitte trotzdem tun? Herrgott, das nimmt jetzt langsam Ausmaß an. Anstatt sich auf die Suche nach meinem wahnsinnigen Bruder zu machen, veranstalten Sie hier eine Schikane nach der anderen. Es ist wirklich kaum noch erträglich. Es tut mir so leid, dass Sie das alles miterleben müssen, Ines. Ausgerechnet an Ihrem ersten Abend bei uns. Bitte sorgen Sie sich nicht um mich, Madame. Vielleicht mache ich Ihnen gleich noch eine heiße Milch? Ich glaube, ein Cognac wäre mir lieber. Und wie steht es nun um Ihre Sachen, Mr. Feeney? Es fehlt nichts, soweit ich sehen kann. Es ist alles da. Sind Sie wirklich sicher, dass nichts gestohlen wurde? Ja, ich bin mir absolut sicher. Ist das jetzt bei allen angekommen? Ich denke schon. Ja, also dann... Entschuldigen Sie bitte die Störung. Sie dürfen sich jetzt wieder zurückziehen. Ich werde mich darum kümmern, dieses Zimmer bis auf Weiteres zu verriegeln. Und zwar in alle Richtungen. Kommen Sie, Ines. Das hier ist nichts für Sie. Professor Van Dusen, da Sie ja nun schon einmal hier sind... Was haben Sie auf dem Herzen, Officer? Ich hätte nicht gedacht, dass ich Sie das mal fragen würde. Aber was denken Sie, hat sich heute Abend hier abgespielt? Ich denke, wir sollten uns von dem Begriff Einbruch verabschieden. Der Täter war eine Person, die sich bereits hier im Haus aufgehalten hat. Entweder gehört die Person zum Haushalt oder hat sich die ganze Zeit über irgendwo im Haus versteckt gehalten. Sie wissen genau, dass Letzteres vollkommener Blödsinn ist. Ich selbst habe jeden Winkel des Hauses genau durchsucht, bevor ich den Feenys erlaubt habe, sich wieder frei zu bewegen. Ja. Ich erinnere mich lebhaft daran. Also? Die vermummte Gestalt muss im Besitz eines Hausschlüssels gewesen sein. Denn nur auf diese Weise war es ihr möglich, das Haus wieder zu betreten, nachdem der oder diejenige sie erfolgreich abgehängt hatte, um sich dann der dunklen Sachen zu entledigen und sich wieder unter die Hausbewohner zu mischen. Ich sehe den Fall genauso. Auch wenn Sie die Sache mit der Verfolgung ruhig hätten auslassen können. Tja, da hat man uns mal wieder eine harte Nuss zu knacken gegeben. Gute Nacht, Professor Van Dusen. Wie? Ah, ich verstehe. Sie wollen allein sein.
Bitte, ich hatte ohnehin vor, mich zurückzuziehen. Gute Nacht, Officer Banks. Bitte schließen Sie noch die Tür, wenn Sie gehen. Was für ein ereignisreicher Abend. Hatch. Ja, ich bin es. Hat es mit der Anstellung geklappt? Großartig. Das können Sie mir alles morgen erzählen. Falls Sie noch nicht gleich schlafen gehen sollten, dann versuchen Sie doch bitte etwas über eine Institution namens Woodhouse herauszufinden. Was? Ja, genau. Und schreiben Sie sich noch einen Namen dazu auf, ja? Alan Hunter. Haben Sie das? Gut. Ich muss jetzt Schluss machen. Bitte? Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Daten wichtig sein könnten. Sehr wichtig sogar. Okay, Mullbinden. Ja. Zwei Packungen Wundpflaster und... Was soll das heißen? Ah, okay. Hallo? Ist da jemand? Hören Sie, wer immer Sie auch sind, ich habe Sie gesehen. Also kommen Sie bitte aus dem Kühlraum. Kein Licht. Wenn Sie da nicht augenblicklich rauskommen, werde ich Alarm schlagen. Oh mein Gott! Hier geblieben! Hey! Hey! Aua! Meine Haare! Sie auf! Sie tun mir weh! Ach, lieber Himmel! Sie haben mir einen Heidenschrecken eingejagt! Was zum Teufel? Nicht! Bitte sagen Sie nicht den Namen des dunklen Fürsten! Ich ertrage es nicht, ihn zu hören! Was zum Henker, wollte ich sagen! Was tun Sie hier unten? Sie... Ach du Schande! Sie gehören doch nicht zum Personal! Nein, ganz sicher nicht! Ja, aber dann... Ich meine, sollten Sie jetzt nicht woanders sein? Ganz sicher sogar! Aber bitte, Miss, Sie verraten mich doch nicht, nein? Und bitte, lassen Sie mich los. Sie machen mir Angst. Also gut, fangen wir noch mal ganz von vorne an. Wer sind Sie und was zum... Henker. Ja. Was machen Sie hier unten? Ich bin Juliette, aber na, ich hasse diesen Namen. Ich wollte nie so heißen wie eine tote Frau aus einem uralten Buch. Was ich hier mache? Gar nicht so leicht zu sagen. Ich mache das, was jeder macht. Ich versuche zu überleben. Die meisten tun es ja irgendwo da draußen. Und ich? Naja, ich tue es eben hier drin. Aber hey, Sie werden mich nicht verpfeifen, oder? Ich kann Ihnen nichts versprechen. Wo ist Carstairs? Ist er, Sie wissen schon, krank oder so? Sie sprechen von dem Pfleger Mark Carstairs? Ja, wir sind sehr gute Freunde. Wir treffen uns manchmal hier unten. Carstairs ist ein guter Mensch, nicht so wie die anderen. Er kann ein Geheimnis für sich behalten. Sie meinen, er weiß von Ihren Ausflügen? Wie kommt es, dass Sie hier sind? Ich meine, Sie befinden sich im Augenblick nicht nur außerhalb Ihrer Zelle, sondern sogar außerhalb des gesamten Sicherheitstrakts. Ich habe einen Schlüssel zu meiner Zellentür. Eine Eigenanfertigung. Ich habe... Über ein Jahr habe ich dran gearbeitet, bis er funktionierte. Und manchmal da versorge ich mich hier unten mit Lebensmitteln. Eines Tages hat Carstairs mich hier unten entdeckt. Genau wie Sie jetzt. Ich habe Sie nicht entdeckt. Genau genommen? Ach, ist ja auch egal. Ich hole mir nur so viel, wie ich brauche. Aus den Lagerräumen. Und was tun Sie sonst noch hier? Meine Freiheit genießen. Ja, ich glaube, ich bin der einzige freie Mensch in High Willows. Ich kann tun und lassen, was ich will. Alles, was ich tun muss, ist, zu den Kontrollzeiten in meiner Zelle zu sein. Ich kann das alles kaum glauben. Und was tun Sie sonst noch den lieben langen Tag? Ich meine, Sie müssen doch... Ich habe hier in High Willows mein eigenes Reich. Willst du es sehen? Ich kann dich hinführen. Ich zeige dir, wie man die Kameraüberwachung in den Korridoren austrägt. Oh Gott.
doch alles nicht wahr sein. Komm, worauf wartest du? Ich bringe dich an einen Ort, an dem du aus dem Staunen nicht mehr herauskommen wirst. Aber ich kann doch nicht... Juliet, so warten Sie doch. Ich sagte doch, ich kann diesen Namen nicht leiden. Wie soll ich sie dann nennen? Hier unten bin ich einfach nur Bonnie.